Hallo liebe YouTuber! So, herzlich willkommen im neuen Video in Bad Homburg. Ich bin immer noch in Bad Homburg, wie im letzten Video im schönen Trendhaus am Bach. Und ja, da bin ich jetzt auch öfters, da arbeite ich auch sehr gern. Manche fragen auch, Margit, was machst du denn jetzt eigentlich? Ja, ich arbeite freiberuflich, auch bei natürlich bei Kollegen, weil ich habe ja keinen eigenen Laden mehr. Aber wir machen heute einen Efeukranz. Und wie man das macht und was man dabei beachten muss, das zeige ich euch nach der Intro. So, ja, hallo ihr Lieben. Also wir machen heute einen Efeukranz. Basis ist ein Strohrömer. Der ist natürlich wieder mal gewickelt mit einem Ganzwickelband. Ja, ganz wichtig, weil ansonsten hat man das Stroh auf dem Tisch. Das ist ja irgendwie nicht so schön, sondern wir wollen es ja eigentlich schön haben, dass selbst wenn der Empfänger den Kranz umdreht, ich kann ja nochmal einen holen. So, wenn der Empfänger den Kranz umdreht, das ist also hier zum Beispiel so ein schöner Hortensienkranz. Dann sieht es natürlich schöner aus, wenn der Strohrömer mit einem Kranzwickelband abgewickelt ist. Ja, und deswegen ist es natürlich immer schön. Bestellen könnt ihr das, wie so oft bei Floristik24. Und wie immer ist es, wenn man einen Kranz macht, ist es erstmal die Arbeit. Wir schneiden erstmal Stückchen. Stückchen schneiden sollte auch gekonnt sein. Weil die Stückchen, die müssen auch ein bestimmtes Format haben. Ja, die sollten nicht zu lang und nicht zu kurz sein. Und diese Stückchen sind jetzt, wenn man meine Hand nimmt, also die sind etwa 10 cm maximal. Je größer der Kranz, desto größer. Je kleiner, desto kleiner, klar. Ja, und dann wollte ich doch nochmal zu meinem letzten Video. Der schnelle Herbstkranz in 10 Minuten, den haben 160.000 Leute bis jetzt geguckt. Ich war komplett von Socken und deswegen ganz lieben Dank an meine lieben, lieben treuen Abonnenten fürs Gucken und vielen Dank an alle Neuen. Das war echt ein Hammererfolg. Ich war völlig, ja, ich bin einfach begeistert. Danke, danke, danke. Ja, es gibt auch immer interessante Kommentare, die ich jetzt einfach mal beantworten möchte. Kommentare kommentieren klingt blöd, aber beantworten ist natürlich das Stichwort. Und manche haben gesagt, also ich habe da ja tatsächlich unterwegs von einer Fahrradtour in einer Bushaltestelle gefilmt. Und ich möchte jetzt hier übrigens nochmal, das ist jetzt auch wieder so ein Stückchen, da gibt es Verzweigungen und ich versuche natürlich immer so zu schneiden, dass ich möglichst zwei gleich große Stückchen Efeu rausbekomme. Ja, und dann haben einige gesagt, ja Margit, das geht ja gar nicht, dass du da in der Bushaltestelle was gemacht hast und die Sachen alle auf den Boden fallen lässt. Und da muss ich euch mal dazu sagen, wenn wir Floristen jetzt alles, wenn wir arbeiten, wenn wir immer alles in den sofort in den Müll tun würden und nicht einfach erstmal auf dem Boden, dann, ich glaube, dann hätten wir echt viel zu tun und dann würden wir jeden Tag bis Mitternacht stehen. Also was wir tatsächlich immer machen ist, wir arbeiten einfach mal auf dem Boden, es wird alles untergeworfen und es wird am Schluss ein Besen genommen und alles zusammengefegt. Und selbstverständlich, wenn ich jetzt von unterwegs in so einer Bushaltestelle filme, selbstverständlich habe ich am Schluss alles aufgeräumt, aber ich möchte euch doch im Video nicht langweilen und sammle die Sachen vom Boden auf im Video, sondern macht es dann natürlich danach, weil im Video muss es ja schnell gehen, zügig, und ich möchte euch ja das Essentielle zeigen. Ich will euch nicht zeigen,
Ich glaube, da würden auch 1000 Leute wegklicken. Ich möchte euch nicht zeigen, wie ich die Sachen vom Boden aufklaube, aber klar habe ich danach sauber gemacht. Und ja, das war mir einfach nur ein Bedürfnis, weil ich bin ein extrem ordnungsliebender Mensch. Ja, ansonsten, auch hier wird jetzt auf dem Boden gearbeitet und danach gefegt. Und es gibt ja auch Efeu, die manchmal so komisch gewachsen sind. Ich erzähle gerade hier das berühmteste Beispiel. So, hier ist jetzt ein Zweig, der ist hier, der fängt hier an und wächst hier so rum. Den kann ich natürlich für längere Sträuße so nicht verwenden, aber es ist ganz toll, den für diese Grenze zu verwenden. Und die halten ja auch am besten eigentlich, wenn man die, ja, ich sag mal, draußen, irgendwo auf den Gartentisch, wo die nachts feucht werden. Während die Hortensien kaputt gehen, wenn sie nachts feucht werden, hält der Efeu, wenn er nachts feucht wird. Also man sieht, jedes Material will anders behandelt werden. Und dafür ist es ja auch ganz gut, wenn ihr meine Videos guckt. So, aber jetzt würde ich einfach mal anfangen mit dem Wickeln und zeige euch mal, wie das so vonstatten geht. Ich habe darauf geachtet, was natürlich super schön ist, ist, dass hier Blätter und Beeren, genau hier sieht man die Beeren so schön vor mir, dass also Blätter und Beeren dran sind, das ist ein Traum. Ich nehme meinen Draht. Ich habe jetzt hier für den Draht wieder so eine Spule, einen Myrtendraht genommen, weil mein Kranz ist jetzt nicht so groß und wenn ich einen Wickeldraht, also den auf der Holzspule hätte, dann würde ich einfach nicht so leicht durch das Kränzchen kommen. Dann anfangen tue ich, ich habe jetzt, fragt mich, wie viel Kränze ich gewickelt habe jetzt in letzter Zeit. Es ist einfach Herbstzeit, ist Kranzzeit. Ich lege die, das ist natürlich immer die Frage, ob jemand Links- oder Rechtshänder ist. Also ich bin beim Spaghetti-Essen bin ich auch Linkshänder, kann es euch nicht erklären, warum. Deswegen, also ich nehme tatsächlich, halte mit der linken Hand die Blätter fest, habe jetzt erstmal den Draht natürlich festgemacht am Römer, also quasi einmal miteinander verdreht, das heißt, der Römer hängt jetzt an meinem Draht. So, und dann lege ich, wenn möglich, zuerst Blätter drunter und dann lege ich die Beeren an. So, und das mache ich jetzt einfach eine Weile und wickel und wickel. Und ihr seht ja, also wenn man hier die erste Wicklung so anlegt, dann sieht das nee, so aus, genau. Und jetzt wickle ich erstmal eine Runde und mache dann den Zeitraffer rein. Und dann zeige ich euch gleich das Ergebnis. Ich habe auch extra den genommen, der so krumm ist und die geraden Stücke habe ich wieder in Einlauf zum Strauß binden und den krummen habe ich klein geschnitten für den Kranz. Ja, es ist schön, schön sortieren. So, also ich habe jetzt hier mal eine Runde schön gewickelt und wie ihr seht, ich halte es mal so schön ins Licht hier, wie toll so ein Efeukranz mit diesen Früchten sein kann und wie gesagt, also auf jeden Fall draußen lagern und wenn ihr ein Problem habt, die letzten Stücke, weil am Schluss muss man ein bisschen drunter schieben, ja, wenn ihr da ein Problem haben solltet, die letzten Efeustücke reinzubekommen, dann nehmt ihr, und das habe ich auch schon oft gezeigt, patenthaften, und könnt einfach die letzten Stücke reindrücken, ja, und wenn die Finger wehtun, dann einfach Handschuhe anziehen und dann richtig schön in den Strohrömer drücken und dann kann man diesen Kranz schön schließen und wenn man auch sagt zum Schluss, da habe ich noch eine Delle oder so, dann einfach ein paar Schnipsel nehmen und mit diesen patenthaften noch reinmachen und dann kriegt man den richtig toll rund und keiner sieht, dass man am Schluss ausgebessert hat. Ja, und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Wickeln von euren Efeukränzen. Und wenn man die so an der Haustür zum Beispiel aufhängt und noch ein paar Bänder im Wind flattern lässt unten, dann sieht es ganz malerisch aus. Vielen Dank fürs Zuschauen, ihr Lieben. Vielen Dank, liebe Sabine, für deine tolle Werkstatt. Und bis zum nächsten Video. Eure Margit. Tschüss. Du bist ja schon ein Profi. Oh.
Ha, 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 ha.